Und zwar, indem wir einfach mal dahin gehen. Starboard observation deck is closed Ah. until needed. Alright. Hat wunderbar geklappt. Dann können wir ja jetzt mit Dr. Chuck was reden. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Ach, das passt schon. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Wie schön. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. Schön. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Wunderschön. Doctor. Commander. Ja, Commander Toshi, heute Mars Effect, genau. Ja, weil ich nämlich irgendwie mal beschlossen habe, dass ich das ein bisschen durchwechsle, damit ich nicht immer dasselbe spiele. Ich habe jetzt allerdings. Ach komm, gehen wir nochmal nach unten. Das mit Mass Effect war jetzt mehr oder weniger spontan, die Idee. Aber ist ja auch nicht schlecht. Gibt es hier unten nicht sogar auch noch irgendwas zu holen? Codex-Einträge und so. Sieht schon beeindruckend aus, muss man doch mal lassen. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible Natürlich for the müssen die propulsion Ingenieure, systems. What can we do for you, Commander? Schottisch sprechen. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I Oh. won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field. Warum sagt immer, er will das und das nicht tun und macht es dann? If we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued. Warum gibt es kein They'll probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Carry on. Will do, Commander. So unbedingt muss ich sie jetzt nicht kennenlernen. Oh, das ist vorbildlich, wenn wir das sagen. Ja, hier wird ja später Jack wohnen. Aber eigentlich gucke ich nur nach Codex-Einträgen gerade. Sonst haben wir hier unten ja nichts mehr. Dann habe ich noch vergessen, mit dem Koch zu reden und mir die Nebenquest mitzunehmen. Chef Surprise again. Come on, Rupert. Commander So. Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day.
Ich hoffe, man hat jetzt nicht gehört, wie ich genießt habe. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Sie hat ja echt viel Zeit. This list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? I won't take any more eigentlich nicht. Back to work. Wieso hatte die erste Normandie eigentlich noch keinen Koch? So, dann wollen wir mal so richtig anfangen und so. Labor ist auch noch zu. Ja, ätzend. Ne, da hinten ist noch ein Codex-Eintrag. Den nehmen wir natürlich mit. Irgendwo war hier doch noch was. Das finde ich übrigens super. Das hat beim ersten Teil irgendwie noch gefehlt. Ja, Attitude Roll 35.10, Pitch 64.18, Yaw 10.28. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new! It fits me like a glove! And leather wunderschön. Seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Tja, später wird er sich in sie verlieben. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a crew shirt? Because this is my favorite. You have no choice. Choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Insurance. Oh. So, da haben wir noch einen Codex-Eintrag. Keine Ahnung, ob das in diesem Teil noch XP bringt, aber warum nicht einfach mal alles mitnehmen? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor. Um was es gerade geht, das werde ich gleich kurz erklären. Ich bin. Kürze mal kurz ab, indem ich das frage. So. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Nothing right now. Das ist immer ganz praktisch. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Aww. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills. Oh, wie schön. Schön einschleimen. Ich mache das eigentlich nur, weil sie die Fische füttern kann, die man sich später kaufen kann. Und das ist super praktisch, weil sie dann nicht ständig verhungern. The Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, das wiederholst du leider ein bisschen. I better go. Okay,
So, kurze Erläuterung. Also, wenn man den ersten Teil nicht kannte, im ersten Teil hat man die Galaxie erkundet und festgestellt, dass eine uralte Alienspezies, die aus Maschinen besteht, von außerhalb der Galaxis alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Leben aberntet, sozusagen, das es in der Galaxie gibt. Und den ersten Vorboten dieser Spezies hat man im ersten Teil quasi als Endboss sozusagen gehabt. Und die können auch ganz subtil lebende Wesen beeinflussen und so weiter und so fort. Ist hier noch irgendwas? Nein? War doch ein Bug. Hilfe. Ganz subtil lebende Wesen beeinflussen, damit die für die als Agenten arbeiten und so weiter. Das ist alles etwas verwirrend, das jetzt so spontan zu erklären. Aber... Achso, die ganzen Sachen. Naja, auf jeden Fall hat man das Schiff dann zerstört, aber die Invasion kommt ja immer noch und dann zu Beginn des zweiten Teils wird man selbst erstmal gekillt von den neuen Agenten der Reaper, wie die Maschinenwesen heißen, und wird dann durch die Magic of Science Fiction Video Gaming wiederbelebt. 2 Jahre später, um die kommende Invasion aufzuhalten, weil natürlich nach dem Tod von Commander Shepard keiner mehr glauben wollte, dass diese Super-Aliens überhaupt existieren. Und ja, so viel dazu. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung von Mass Effect 1. Ansonsten gibt es noch im zweiten Teil dann die Fortsetzung, wo wir jetzt die Kollektoren aufhalten müssen, die wir gerade als weitere Agenten vermuten. Und das wäre so die Missionsübersicht hier gerade, was wir gerade an aktuellen Dingens haben und aktuellen Aufgaben. Da es tatsächlich sinnvoll ist, auf die Crewmitglieder zumindest am Anfang zu hören, am Anfang auf die Crewmitglieder zu hören, weil man diesen Professor da rekrutieren soll, das raten die einem nämlich alle, wenn wir das tatsächlich direkt mal machen, aus dem einfachen Grund, dass man, sobald man den Professor hat, Upgrades kaufen kann. Für Fähigkeiten und Waffen etc. Ich kriege gerade einen Zettel aus der Regie gereicht, der mir sagt, dass die Story ein bisschen sehr verdächtig so ähnlich klingt wie ein gewisser Roman, der auch Collectors interessanterweise heißt. Ja, es hat gewisse Ähnlichkeiten, das ist mir aber auch schon beim Lesen dieses Romans aufgefallen. Aber ich weiß nicht, wie es bei der Story mit den Collectors in dem Roman weiterging. Aber ich glaube, der Zweck ist ein bisschen ein anderer. Ernährung wurde mir gerade zugerufen. So, wir haben leider nur 2 Crewmitglieder und ich kann die beiden eigentlich überhaupt nicht leiden, aber wir müssen sie ja erstmal nehmen. Ich bin da nämlich eher so klassisch unterwegs. Ich bevorzuge die Crewmitglieder aus Teil 1. Was nehmen wir denn mal? Ach komm, nehmen wir Ziehen, Rang 2. So, haben die anderen auch noch? Die haben wir auch noch. Überlastung ist immer gut. Ja, es ist also vom Spielprinzip, wie man sehen kann, ein Action-RPG. So, das ist doch relativ einfach. Bewaffnung, was haben wir denn da zur Wahl? Nehmen wir mal die und... Der Granatwerfer ist mir bisher immer lieber gewesen. Leider kann man hier gerade die Werte der Waffen gar nicht einsehen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wir haben noch nicht mehr als diese Waffen zur Auswahl. Ist auf jeden Fall... Also die Charaktere sind natürlich das Interessanteste an Mass Effect. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Farget, now.
course, Machlin. Whatever she wants. Lebt sehr von den Charakteren. Scavengers, welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus system. Ist natürlich jetzt etwas schwierig, mit Teil 2 einzusteigen, wenn man Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. Wenn man da einige der Begriffe noch nicht versteht. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Aria waiting. Afterlife, now. Das macht nämlich einige der Begriffe etwas schwer zu verstehen. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Sehr schön ist, dass die Schauplätze auch alle sehr schön lebendig sind. Ich ignoriere jetzt einfach mal kurz Said, den könnte man auch rekrutieren, aber auf die Mission habe ich gerade keine Lust. Das finde ich etwas schade. In Teil 1 konnte man noch mit den beiden Begleitern die ganze Zeit reden und die konnten dann irgendwelche Kommentare zur Umgebung abgeben. Das geht in Teil 2 nur noch an so vorgegebenen Punkten. Omega, what a pisshole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Ja, wir müssen sowieso mit Aria reden, also come on, let me in. What are you looking at? The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Schön. Ja, das ist ein bisschen in der Knights of the Old Republic-Tradition immer eine gute und eine böse Handlung, aber im Gegensatz zu den Dings-Spielen, zu den Star Wars-Spielen hat man hier den Vorteil, wo ist es denn, da wollte ich hin, dass es nicht sich gegenseitig aufhebt, deshalb damit kriegt man dann bestimmte Dialogoptionen und so, wenn man diese Punkte, wenn man genug Punkte auf der jeweiligen Skala hat. So, bevor wir mit dem Söldneranwerber reden, kaufen wir die Flasche Brandy. Juhu, damit haben wir diese kleine Mini-Quest schon mal erledigt. Das Einzige, was bei Mass Effect 1 und 2 wirklich nervig war, ist die schlechte Auflösung. That's close enough. Ja. Stand still. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that. But it's not an option. You want to talk, you get scanned. All I had to do was ask. I don't ask. I was told you're the person to talk to if I have questions. Dachte, man soll stillhalten. Und das ist. Depends on the questions. Verdammt, ich habe ihren Namen vergessen. Die Schauspielerin von Trinity. I am. Wie blöd, dass der Echo-Effekt schon so früh wieder aufgehört hat. Wie heißt sie denn nochmal? Carrie Ann Moss. Everyone needs more something and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no title. Das ist nämlich auch was Schönes. Im Englischen hat man so viele tolle Sprecher. Und im zweiten Teil haben sie auch gelernt, wie man dramatische Kameraeinstellungen macht. Don't fuck with Aria. Außerdem hat man nicht so dramatische im Englischen hat man viel schönere Formulierungen. Da waren sie nicht so zimperlich. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Wir wollen erstmal zu Morden. The Solarian Doctor?
Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Salarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Oh. Maybe I'll come back. Das klingt irgendwie traurig. Maybe I'll be here. Dann wollen wir doch mal Morden holen. Wir könnten natürlich auch noch nach Archangel fragen, aber müssen wir natürlich auch nicht unbedingt, denn wir wissen ja schon, dass wir mit dem Anwerber reden können einfach. So, dann treten wir wieder heraus. So, Quarantänezone, wo ist die? Da lang. Vielleicht können wir auch noch ein paar Sachen auf dem Markt kaufen. Da wäre die Quarantänezone, aber wir brauchen noch ein paar. Wir brauchen auf jeden Fall Upgrades. Ach, gibt es hier nicht auch noch eine Nebenquest? Hier gibt es noch eine kleine Nebenquest zu erfüllen. Ich weiß es genau. Irgendwo ist er. You don't understand, or you don't want to. Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. You seem like a decent person. You can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Oh, wir haben nicht genug Vorbildpunkte, um ihm das Ticket zu bezahlen. No matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. Can't save enough money for a ticket off the station. I can go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, maybe I'll get off his station. Man kann ihm tatsächlich das Ticket bezahlen, aber dann ist der Shop weg. Anything you can do will be much appreciated. I have to go. Machen wir das doch mal kurz. Thank you. Eine Nebenquest erleichtern. Erleichtern den Alter. So, wo war es? Da oben. Ich mag auch die Umgebung, die sind in Teil 2 so schön lebendig. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. It's barely contained terror. You drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation? Very well. I will release the Quarian from his promise. Conciliatory, to show there is no will, I offer you a discount on my own wares. Sehr schön. What things do you sell here? Natürlich auch den Quarianer verjagen können. Parts, all kinds, mostly legitimate. With mostly. My schön. Prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do.
courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Machen wir doch mal. Ja, ist tatsächlich ein kleiner Discount jetzt drauf. Na komm, wir kaufen den Kram. Den mostly legal Kram. This looks interesting. So. Und jetzt noch mit Ken reden. Wie auch immer das passiert ist. Dann gucken wir mal, was er noch so anzubieten hat. Oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Da sind die Kupplungen, die brauchen wir auch auf jeden Fall. Plus 10% Gesundheit nehme ich auch mit und plus Schrotflintenschaden. Das ist schon praktisch, wenn man mit mehr Geld anfängt direkt. Was willst du denn die ganze Zeit hier? I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Das ist irgendwie, die Sprache von denen erinnert mich an Gollum. Achso, das wiederholt sich einfach nur. Oh. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Hey, wir sind in den Nachrichten. I might have something here for Jimmy. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell any girl in my shirt. Ehrlich. So leicht kann das sein. Oh ja, komm, das, die Modelle müssen alle sein. Schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Nehmen wir auch mal mit. Ach komm, wir nehmen alles mit. Warum nicht? Auch das tolle Magazin. Das schlüpfrige Alien-Magazin. Gut, dann wollen wir mal. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. Ach, grandios. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. Tja, no bullshit. Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No. That's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. Ach, ich mag das so. They'll let you in with no trouble. Mir hat ein Freund mal gesagt, wenn man auf them? You son of a bitch. Wenn man auf Englisch spielt, hat man bei Jennifer Hale gar keine andere Wahl, als abtrünnig zu spielen. Tja, wenn man erst andere Crewmitglieder rekrutiert, die nicht immun sind, dann gibt es da tatsächlich auch noch Kommentare zu. Aber wir haben es hier nur mit Menschen zu tun, also no worries. Schön, dass wir jetzt nochmal wechseln könnten.
ist aber ja irgendwie auch eher witzlos. So, am Anfang erstmal alles munitionieren, was wir so haben. Was ist das denn? Oh, ich habe ja 3 Waffen dabei. Good to know. So, und auch Jacob darf schon mal bei seiner anderen Waffe Munition draufhauen. So. Dann wollen wir mal. Das nehmen wir mit. Munition ist voll, die brauchen wir also nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen schade an Mass Effect 2. Da ist das Level-Design leider sehr einfallslos in den Kampfabschnitten teilweise. Weil da nämlich so relativ leicht zu erkennen ist, wann Gegner kommen und wann nicht. Kann man nicht reden. Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Tja, wir werden schon uns darum kümmern, dass wir nicht draufgehen. Erstmal unsere beiden Crewmitglieder positionieren. Na komm schon. Ja, jetzt stirb doch. Und tschüss. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Tolle Idee. Na los. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Ein kleines Minispiel. Ja. Und dafür gibt's Geld. Können wir jetzt auch gut brauchen, weil wir ja gerade ganz schön viel verloren haben. Das right behind machen. You. With you, Shepard. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Ja, die sind aber auch. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Die Vorcha sehen aber auch nicht aus, als I need to find Morden Solas. Als würden sie überhaupt anfällig sein für besonders viel. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. You help me. Bye. Weil ich's kann. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short. But at least you have given me a flicker of hope.
to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it, if he can reach me. Ach, bestimmt. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Yeah. I need to find Morden Solas. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. Yeah, das scheint mir auch so. Since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Ja, dafür sind sie zu blöd. Are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Vielleicht sind sie auch die geheimen Masterminds. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. You were talking about Vorcha earlier. Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district, but as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory, but as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I should go. Goodbye, human. Ist hier auch eine Karte? Ja, aber ich bin gerade... Ich frage mich gerade, in welche Richtung wir gehen müssen, weil wir da oben ja auch noch lang konnten. Erstmal hier durch die Tür. Und waren hier nicht auch Leute drin? Wir gehen erstmal da oben lang. Ich glaube nämlich, da wir da nach hinten müssen, werden wir erstmal überprüfen, was hier ist. Energiezellen nehme ich gerne mit. Und eine umgehbare Tür. So. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Wenn hier reinkommen können, kann man vielleicht auch die Tür noch mal sehen. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Ich sehe hier keine Beweise dafür, aber okay. Bastards sealed us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. Two days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. Yeah. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. Angenehm. Das ist irgendwie creepy. Na gut, dann geht's mal weiter.
bin ja mal gespannt, wie sie das in Mass Effect Andromeda dann machen wollen. Da soll es ja dann auch. Da soll es ja dann auch Raumkampf geben. Ja, hat ja geklappt. Kommt dann noch was anderes raus? Ja. Okay, das war's. Man will auch nicht ewig rumstehen und den Dingern zuhören. Gleich wird es erstmal wieder ein bisschen Action geben, wie man am Level-Design sehen kann. Autsch. Wir sollten mal schnell Deckung aufsuchen. Und ihr auch irgendwie, Leute. Okay, das hat nicht geklappt. Nicht so gut. Na komm doch mal her. Da geht's tief runter, würde ich sagen. Kurz die Schilde aufladen lassen, würde ich sagen. Right behind you. Enemy Turian. Randall kann uns ja mal kurz begleiten und sich da positionieren. Dann passt das schon. Oh. Ach, verdammt. Stirb. Es geht hier langsam ein wenig die Muni aus. Oh, von zwei Seiten ist nicht nett. Ach, die sind beide K.O. Ja, dann müssen wir jetzt hier mal wiederbeleben. With you. Bin ich schon gefragt. Höchster Schwierigkeitsgrad übrigens. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. So, so viel dazu. Die schweren Waffen müssen ja auch mal für was gut sein. Das ist nämlich mir tatsächlich auch gerade mal aufgefallen, in meinen bisherigen Durchgängen habe ich die fast nie benutzt. Huch, das wollte ich gar nicht. Eigentlich mal schnell mal alles nachladen. Damit wir auch überall ein volles Magazin drin haben. So, nächste Tür. Hier müssten doch jetzt die beiden Plünderer drin sein, oder? Irgendwo sind hier Plünderer in irgendeinem. Oh, thank God,
you're human. When we saw that door open, we thought those Turians had found us. Genau, die beiden. Die nehmen wir erstmal alles mit, dass er in Adventuren so macht. Nee, sonst noch was? Nö. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Is what I hear right? This plague doesn't affect humans? No. It seems like some kind of bioweapon or something, since it affects so many different species. The Blue Suns figure humans caused it. They're shooting us on sight. God knows how many have already died. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha. Ich hätte ja gern mal im nächsten Mass Effect die Möglichkeit, auch einen Alien zu spielen. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Mm-hmm. What can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone knows humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solas. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. I'm auf der anderen Seite. Refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure, a doctor with military grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor and his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian special forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Cowering in this apartment might keep you alive for a while, but if the mercs don't get you, starvation will. Easy for you to say. You're a soldier armed to the teeth. We're just ordinary people. Yeah, you're making it out like we're cowards or something. Aww. A coward accepts death instead of fighting to stay alive. If you want to survive, you're gonna have to earn it. I'm taking out every Vorcha and Blue Suns group I find along the way to Morden's clinic. But I can't hold your hand while I'm waging war in the streets. Yeah, okay. I guess if you can clear a path, we can follow. Like you said, it's our only chance. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Ja, bestimmt. So, wir haben den Leuten ja auch schon ihr Geld weggenommen, deshalb ist doch ganz nett, dass wir sie wenigstens zu der Klinik durchkommen lassen. Ganz viel Munition. Die nehmen wir mit. So, und eine Sache war da noch. Da konnte man ja nämlich noch nach oben gehen. Nicht, dass wir da noch was vergessen haben. Denn wie auch in Teil 1 gilt, man kann in die Missionsgegenden nur einmal rein. Da haben wir nochmal Medigel. Und Credits. Sehr schön, weil es uns
also die Leute wieder zu Boden gehen, können wir sie wenigstens wiederbeleben. Da ist nichts mehr, okay. Dann wollen wir doch mal fortfahren. Oh, what's this? Taking cover over here. Oh, hier bekämpfen sich zwei verschiedene Söldnergruppen. Und hier gibt es offenbar nicht der Feind meines Feindes, ist mein Freund. Das war gar nicht das, was ich machen wollte, verdammt. Hunde sind gepanzert. Okay, ich brauche die Pistole. Ja. Mal kurz Leben regenerieren, das ist langsam nicht mehr so schön. Wer diesen Get Over hier Spruch eingeschrieben hat, hat wohl auch gern Mortal Kombat gespielt. Ganz schön schwer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Was jetzt nicht weiter überraschend ist, aber. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber ich hatte ja vergessen, dass man hier dann nicht mit Level 50 anfängt, sondern mit Level 5. Ich merke gerade schon wieder, dass ich keinen Quicksave gemacht habe. Seit längerem. Und das gefällt mir gerade nicht. Und mir geht auch vor allem langsam die Muni aus, wie ich merke. Ebenfalls etwas uncool. Gerade dass Shepard nicht solche Sprüche von sich gibt, übrigens. Das wäre irgendwie witzig. Keine Munition mehr, shit. Ich muss jetzt mal kurz Munition sammeln gehen. Vielleicht kann ich sie ja auch flankieren. Boah, nicht an der Ecke hängen bleiben. Wenigstens hat uns der Flammenwerfer-Typ in Ruhe gelassen. Okay, der Flammenwerfer-Typ ist gerade explodiert. Uff, waren das jetzt endlich alle? Nein. Da ist noch so einer. Erstmal regenerieren. Und komm schon. Geht doch. It seems we've crossed into Vulture territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Das war so nicht geplant.
So, haben wir jetzt wieder volle Muni für alles. Ja. Dann mal zurück zur Shotgun. Und wie immer gucken, ob wir nicht noch irgendwas Tolles mitnehmen können. Anscheinend ist jetzt gerade irgendwie was nicht in Ordnung mit der Kamera. Ach ja, und Quick Save. Ja, irgendwie ist hier gerade was nicht in Ordnung mit der Ausrichtung. Nicht Kamera. Die Kamera ist völlig in Ordnung. Aber wir können nicht mehr richtig... Ah, jetzt geht's wieder. Schön. Schönes Ding. So, wir sind ja bald schon bei einer Stunde, wie ich sehe. Eigentlich wollte ich die Mission jetzt noch fertig machen. Na, das ist wenigstens die Klinik. Dann sind wir aber auch bald fertig. Be right there. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. I'm here. You bet. Na komm, dann machen wir noch. Done. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Morton saved my life. I owe him everything. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Oh, die habe ich noch gar nicht getroffen. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Die Plünderer, die müssen doch noch irgendwo sein. Naja, aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Let's Play-Folge und laufe da erstmal dann hin. Weil, wir sind ja jetzt schon bei über einer Stunde. Und, naja, das kann ich ja auch so machen. Da hinten zu laufen ist ja jetzt nicht so spannend. Andererseits, ich glaube, es ist direkt schon hier vorne. Das ist ja die, müsste die einzige Tür sein, die ich nicht geöffnet habe. Da haben wir noch E-Zero. Was sehr praktisch ist, weil das enorm selten ist. Da sind sie doch. Gucken wir, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Nö. Hostiles are clear. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Eine sehr schöne Formulierung irgendwie. That's pretty low. What's the big deal? Not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? I've killed people for less. I don't think she's kidding, man. Ich mag das. Hold on a minute. Nobody needs to shoot nobody. We're stopping, okay? We just wanted to make a quick buck. It ain't worth getting killed over. We're done. Seriously, I swear. Do you know a Salarian named Morton Solis? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Schön, dass man dann ausnahmsweise hier auch mal nichts mitnehmen kann. Sehr beruhigend, dass man sich ausnahmsweise auch an seine eigene Vorgabe dann hält. Field is clear. Och, jetzt zieh doch nicht dauernd die Waffe, Mann. So, dann können wir jetzt Morden treffen und dann auch langsam hier zum Ende kommen. Rearming. Sagt er das jetzt immer noch? Morton saved my life. Nee, der war's nicht. Er war's. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Professor, we're running low on suboxone. Use Belladerin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with Butemerol. Belladerin and Butemerol. Wir nehmen noch alles mit. Vorher.
instant results. Demazine, better option. No, no, no. Demazine, toxic to humans. Not an option. Not an option. Denn er hatte ja irgendwie sowieso noch zu tun. Da können wir ja vorher noch alles plündern. Mhm. Wunderprächtig. Dann hallo Morden. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees, no mercenary uniform, quarantine still in effect. Here for something else. Vorcha, crew to clean them out, unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague, investigating possible use as bioweapon. No, 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 too many guns, not enough. Lassen wir ihn mal ausreden. Soldiers, not scientists, yes, yes. Hired guns, maybe. Looking for someone. Ich hab das noch nie zu Ende laufen lassen. Someone important, valuable, someone with secrets, someone like me. Me, looking for me, why? Who are you, what do you want? I'm Commander Shepard, and I'm involved in a critical mission. I need you to come with me. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Schön. Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Just once I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs may come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. A doctor doesn't have much chance against a Vorcha horde. You shouldn't have sent him. Stubborn. Told him not to go. Odds of survival low. But he's smart, careful, bright future, I hope. I found a Batarian plague near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Sun's man kann dieses Spiel nicht aufhören. Killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Salarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Salarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Nee. Yes, good. Da ist sein Soundpfeil hängen geblieben. Buggy. Anders, dann werden wir noch mal kurz die Bewaffnung ansehen. Ja, komm, jeder kriegt die. Weil die nämlich einfach etwas besser ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müssten jetzt nicht eigentlich auch die beiden rumhängen, die wir vorhin... Nein? Okay. Na gut, dann hebe ich mir den Rest aber mal für später auf, weil... This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, ghosts... Weil das schon ein bisschen... ätzend ist, hier jetzt noch weiterzumachen, wird auch zu lang für den Livestream dann. Also speichern wir mal. Und ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein an Toshi, wenn er immer noch dabei ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis morgen sozusagen. Tschüss.